Hallo bei POTT.einander, weiter geht's in der Serie Revierpark Refurbished. Wir sind hier in Mattlerbusch. Wir haben schon gesehen Revierpark Vonderort, Revierpark Nienhausen. Einmal ganz kurz hier angeteasert und jetzt ist der richtige Moment, auf einen kleinen Spaziergang diesen wunderschönen Revierpark zu erkunden. Ich bin gespannt, was es hier Neues zu entdecken gibt. Also bleibt dran, kommt einfach mit. Sonntagabend 19:30 Uhr und hier kann der Revierpark Mattlerbusch mal richtig punkten. Er ist richtig voll und das macht gerade verdammt viel Spaß hier in der wunderbaren Abendstimmung. Ruhige Abendstimmung hier im Revierpark Mattlerbusch und man merkt schon, dass hier einiges getan wurde. Das Gradierwerk ist wirklich wahnsinnig imposant, eine wunderbare kühle Atmosphäre, gerade wenn die Tage im Sommer, naja, auch mal heißer sein können. Es hat hier eine wunderbare Erfrischung. Der Revierpark Mattlerbusch ist überraschend schön gelegen, mitten im Grün, obwohl wir hier wirklich an der Grenze zu Duisburg sind. Man mag es kaum glauben, Marxloh ist direkt nebenan. Ansonsten ist hier Holten direkt, weiter geht's Richtung Schmachtendorf, Oberhausen. Ja, tatsächlich wieder einiges zu entdecken und auffällig ist natürlich das Gradierwerk. Und wenn ich hier auf den Plan gucke, dann sehe ich hier Tierpädagogik, Alsbachtal, Mattlerhof, Restaurant, grünes Zimmer, Gradierwerk, Buhlplatz, Pferdekoppel, Tennisclub. Urban Gardening wird hier auch tatsächlich sehr groß geschrieben und wieder mal eine Calisthenics-Anlage, also Sport und Kraft. Tanken, trainieren mit dem eigenen Körpergewicht. Ja, eine Bude habt ihr gesehen auf dem freien Platz, toller Pavillon, Spielplatz, also alles da, was man braucht. Und gerade hier in der Abendstimmung ist das eine ganz willkommene Abwechslung und auch gerade und insbesondere, wenn der Sommer bisher doch überwiegend feucht war. Also, das macht Spaß, auch diesen Park hier zu entdecken und weiter geht's noch ein bisschen. Die Grundidee von den Revierparks kommt hier im Revierpark Mattlerbusch wunderbar zum Tragen. Man erkennt sehr schön, dass hier eine tolle Grünanlage entstanden ist, die zum Verweilen, zum Ausruhen, zum Erholen dienen soll. Natürlich auch zum Spielen, zum Bewegen, zum Erfahren, zum Lernen. Genau das kommt hier wirklich wunderbar zur Geltung. Ja, und wer hätte das gedacht? Wir liegen an der Grenze zu Duisburg und zu Oberhausen. Wer vermutet da schon so ein wunderbares grünes Idyll? Also hier gibt es ein wunderbar riesiges, großes Areal. Und man hat es ja schon an dem Wanderzeichen gesehen. Hier führt auch der Duisburg-Rundwanderweg lang. Also wirklich überraschend und eine ganz tolle Ecke wieder mal zum Entdecken. Sehr belebter, sehr lebendiger Park. 3 von 5 haben wir schon. Es folgt als nächstes der Gysenbergpark und zum Schluss der Revierpark Wischlingen. Beide kenne ich noch nicht. Mattlerbusch ist mir auch noch aus den frühen Kindertagen so ganz grob noch in Erinnerung. Das, was ich gesehen habe, hat mich auf jeden Fall schon mal positiv überrascht. Und da ist auf jeden Fall jede Menge Potenzial und Luft nach oben, die Parks und auch hier weiter auszubauen, die weiter zu beleben und mit Leben zu füllen. Ja, man sieht, das funktioniert, das wird auf jeden Fall dankend und gerne angenommen. Und ich glaube, das ist auch hier wieder ein wunderbarer Ort der Erholung. Ich hoffe, es hat euch auch diesmal wieder Spaß gemacht. Bei der kleinen Revierpark-Serie mit POTT.einander. Seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und wie immer, vergesst das Rausgehen nicht. Bis dann, euer Schrömi von POTT.einander. Ciao, ciao.